Tag 3 der EM 2020 ist vorbei und natürlich gibt es damit wieder ein Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Ahmed und wir fangen direkt mal mit dem Spiel um 15 Uhr an. England gegen Kroatien. Wenn ich ehrlich zu euch sein soll, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von Kroatien. War ein bisschen mir zu harmlos. England über 90 Minuten die dominante Mannschaft und auch wirklich die verdiente Führung dann durch Raheem Sterling, beziehungsweise den verdienten Sieg über 90 Minuten. Was können wir noch sagen? Jude Bellingham. Herzlichen Glückwunsch. Jüngster Teilnehmer mit 17 Jahren und 349 Tagen löst damit den SGE-Profi Jethro Williams ab. Der war 18 Jahre und 71 Tage alt bei seiner EM-Teilnahme. Damit ein bisschen Grund zur Freude für Borussia Dortmund, denn Jadon Sancho war ja gar nicht im Kader mitnominiert, lediglich Jude Bellingham auf der Bank. Mal schauen, was die Hintergründe sind in näherer Zukunft. Aber auf jeden Fall Glückwunsch an England für die 3 Punkte in dieser Gruppe. Und im nächsten Spiel auf jeden Fall Glückwunsch an Alaba und Österreich. Der Sieg gegen Nordmazedonien in dieser Gruppe war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und Nordmazedonien konnte man eigentlich nicht als Verlierer einstufen. Erste EM-Teilnahme und ein Mann hat sich besonders gefreut und zwar Pandev. Erzielt gleich das erste EM-Endrundentor für Nordmazedonien in seinem Alter. Ich meine, der Typ war noch zu Zeiten von David Beckham in der englischen Nationalmannschaft da. Nur mal kurz zu realisieren, wie alt der Typ ist. Und damit eigentlich Glückwunsch an Nordmazedonien. Wird auf jeden Fall eine schöne Teilnahme sein. Man erwartet nicht viel natürlich von den Jungs, aber eben für Österreich diese 3 Punkte sind enorm wichtig. Denn kommen wir zum letzten Spiel und zwar für die meisten Fans wahrscheinlich das beste Spiel bis jetzt bei der Europameisterschaft: Ukraine gegen Niederlande. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das war das beste Spiel der EM bis jetzt. Ukraine und Niederlande haben uns wirklich das volle Programm gegeben. Wobei ich sagen muss, Niederlande hat für mich ein bisschen zu viele Chancen vergeben, waren auch ein Tick so die dominierende Mannschaft in diesem Spiel, auch am Anfang so gewesen und daher auch die verdiente Führung dann durch Wijnaldum und dann auch Wout Weghorst hat getroffen, hat mich für den Mann gefreut, er muss sich ja einen Stammplatz quasi etablieren und das geht als Stürmer eben nur mit Toren, von daher super gefreut für den Wolfsburger und dann kam Ukraine zurück aus dem Nichts, meiner Meinung nach, durch ein sensationelles Tor von Jarmolenko oben in die Ecke rein, dann der Ausgleich und dann kam der Moment eben für Dumfries, der große Treffer für ihn und für die Niederlande und wie gesagt, das sind wichtige Punkte fürs Weiterkommen und damit, ja, sind wir mal gespannt in der Gruppe, wer am Ende weiterkommt. Auf jeden Fall 3 Punkte, Niederlande, Ukraine. Wenn sie so weiterspielen, soll es auf jeden Fall noch eine Chance geben, den 2. Platz, vielleicht sogar als beste Drittmannschaft, sich weiterhin zu qualifizieren. Die Highlights des Tages habe ich mal aufgrund von Eriksen ausgelassen. Heute gibt es die wieder und da fangen wir natürlich mit einem Mann an und das ist, leg dich nicht mit Goran an. Ja, der Typ hat es auf jeden Fall verdient. Er in seinem Alter das erste EM-Endrundentor für Nordmazedonien zu erzielen, hat schon was. Und das zweite Bild muss auch, er hat Erklärungsbedarf zwischen David Alaba und Arnautovic. Was da passiert ist, keine Ahnung. Natürlich kriegt ihr morgen wieder Highlights des Tages als auch einen kurzen Überblick des Spieltages von 15 Uhr Schottland gegen Tschechische Republik, dann Polen gegen die Slowakei und Abend kriegen wir nochmal einen Kracher mit Spanien gegen Schweden. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich war euer Ahmed, sage auf jeden Fall Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.